Herzlich willkommen bei Lubera und bei unseren Gartenvideos. Mein Name ist Markus Kobbelt, ich bin Züchter und Gründer von Lubera und dieses Jahr konzentrieren wir uns sehr stark auf Fruchtgemüse, auf Tomaten, Auberginen und wir haben hier einen großen Test mitten in unserer Obstanlage angelegt, wo wir etwa 20-30 Tomatensorten auf ihre Resistenz testen. Natürlich haben wir hier nur Sorten gepflanzt, die von sich behaupten, resistent, tolerant gegen die wichtigsten Krankheiten, Phytophthora, Krautfäule, Alternaria zu sein. Und dann haben wir sie hier ohne Schutz gepflanzt. Anfang Juni gepflanzt, kein Pflanzenschutz, kein Schutz, kein Dach, nichts. Natürlich hatten wir einen Jahrhundertsommer, ist gewachsen diesen Sommer wie verrückt, auch wenn sie spät gepflanzt wurden. Und wir hatten auch viele Früchte. Wir hatten wenige Unterschiede, aber seit Mitte August, seit die Blattfeuchtigkeit zunimmt, hier mitten in der Obstanlage gibt es wenig Wind, dann sind die Blätter von 4 Uhr abends bis morgens um 10 Uhr nass und jetzt gibt es Infektionen. Wir haben Pflanzen, die ganz tot sind, obwohl sie hier als tolerant beschrieben worden sind, die halbtot sind, die von unten her krank werden. Aber eine der gesundesten ist eine Überraschung, es ist Cuban Pink. Niemand kennt diese Sorte wirklich. Wir hatten auch Spezialisten hier. Sie blüht ein bisschen spät, sie fruchtet ein bisschen spät. Wir haben hinten eine Pflanze, ein bisschen versteckt hinter dieser, die mehr reife Früchte hat. Und sie hat so pflaumenförmige Früchtchen, eine Plum Variety. Und zuerst staunt man über den Namen Cuban Pink. Warum Cuban, weiß ich noch nicht. Pink ist klar, sie hat diese pinkisch-gelb hinterlegte Farbe. Wirklich sehr schön marmoriert an der wunderschönen Sorte. Und wenige Leute kennen sie. Wir haben sie irgendwo als resistent gefunden, getestet. Und sie gehört zu den besten Cherry-Tomaten hier im Versuch. Und die einzige Pflaumentomate, die diese Resistenzeigenschaften hat. Und noch was, sie ist ganz anders im Geschmack. Es ist vielleicht die Tomaten. Man redet bei den Tomaten immer nur über den Zucker. Ja, Zucker, Zucker, Zucker. Ja, ist gut. Süße Tomaten sind gut, habe ich auch gerne. Und der Zucker transportiert dann auch andere Aromastoffe. Aber diese ist sauer. Die hat eine starke, akzentuierte Säure und damit auch eine Fruchtigkeit, die jede andere Tomate schlägt. Und das ist eben auch gut. Und man kann sich hunderte von Verwendungen vorstellen, wo man eben genau diese Säure und diese pinke Farbe braucht und etwas ganz anderes mit Tomaten zaubern kann, eben mit Cuban Pink. Ich muss fertig essen, bevor ich zum Schluss komme. Und Cuban Pink würde ich wirklich nächstes Jahr versuchen. Wir werden alle Hebel in Bewegung setzen, damit wir nächstes Jahr Pflanzen von Cuban Pink vorangetrieben in unserem großen 1,3 Liter Topf anbieten können, damit sie genügend Vorsprung haben, wenn sie dann diese Sorte Anfang, Mitte Mai pflanzen und damit sie dann eine große Ernte davontragen können. Man sieht hier auch noch Blüten. Man sieht diese großen Trauben mit 2, 4, 6, 8, 10, 12 bis 15 Früchten. Und die werden alle noch reif werden, weil so eine gesunde Pflanze jetzt um den 20. September, die ist auch noch gesund bis zum 15. Oktober und dann werden auch diese grünen Früchte noch reif werden. Also es ist ein Riesenvorteil, wenn Sie so eine resistente Sorte pflanzen, weil auch späte Früchte noch fertig entwickelt werden. Wie viele starke Sorten? Resistente Sorten wächst sie sehr stark. Für mich ist das ein großer Vorteil, wenn sie stark wachsen, weil sie den Problemen auch davon wachsen und weil sie genügend Assimilationsfläche haben, um Energie für die Früchte zu produzieren. Also ein Riesenvorteil von toleranten, resistenten Sorten, wenn sie auch stark wachsen. Auch bei Cuban Pink ist das der Fall und wir würden auch hier vorschlagen, sie eventuell zwei, dreitriebig in Ihrem Garten zu ziehen. Probieren Sie es aus. Nächstes Jahr Cuban Pink, die einzige resistente Pflaumentomate, Pflaumen-Cherry-Tomate für den Freilandanbau. Wie geht's weiter? Aber ich kann Ihnen helfen. Hier geht's zu Lubera.com, dem Shop mit über 5000 Pflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier können Sie den YouTube-Channel abonnieren. So geht's weiter. Pflücken Sie jetzt Ihre Blumen.